willkommen zu einer weiteren Folge meines Minecraft Let's Plays. Und diese Folge werde ich mich mal darum kümmern, diesen Wald hier zu entfernen. Weil der hat echt zu hohe Bäume und er stört. Ich werde dann halt mal schauen, dass ich vielleicht irgendwie Steine über die Dinge setze, damit die nicht mehr so groß werden können oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall muss ich halt irgendwas machen, damit nicht mehr so rumwuchert. Ich glaube, in der Java-Version, also im normalen Minecraft, da wachsen die Bäume gar nicht so schnell, so groß, also halt so viele. Da spawnen eher die kleineren, aber hier spawnen halt richtig viele große. Auch da hinten im Sumpf, wo ich mal Bäume nachgepflanzt habe, die meisten sind auch groß geworden. Hier 1, 2, 3, 4. So ein paar wenige kleine. Am besten wäre eigentlich ein Villager, der irgendwie Holz ganz billig verkauft. Das wäre am praktischsten. Ist jetzt wie wenn man Berg abträgt. Nur dass es ein bisschen schneller geht, weil die Blätter gleich kaputt gehen. Aber eigentlich könnte ich halt auch hingehen und mir jetzt einfach eine Schere machen. Das wird halt um einiges schneller gehen. Ich weiß nicht, wie lange die halten wird, ob da eine ausreicht oder ob ich da 10 bräuchte. Ich kann es ja eigentlich mal ausprobieren. So. Ich mache einfach mal 2. Ich habe ja jetzt noch genug Eisen und einen Öfen drin. Kann ich so ein bisschen rausprassen. Ja, das geht sehr viel schneller. Und Setzlinge habe ich glaube auch genug, um wieder nachzupflanzen. Brauche ich jetzt nicht unbedingt die, die da rausbauen. Vielleicht könnte ich sogar meine Grundstücksumzäunung aus diesen Blättern bauen. Wie so eine Art Hecke. So. Nächste Schicht. Und die Schere ist schon kaputt. Okay, ich werde wahrscheinlich so 4, 5 Scheren brauchen noch. Für das alles hier. Dieses Blättermeer. Aber ich glaube, das sieht auch ganz cool aus, wenn dann jetzt nachher nur noch diese Äste stehen und die ganzen Blätter weg sind. So. Ja, jetzt muss ich mir neue Scheren machen gehen. Aber es lohnt sich schon, die Scheren dafür zu verwenden. Ich mache mir mal 4 Scheren.
kann ich gleich noch von unten ein bisschen abschneiden. So. Weil ich mir jetzt auch mal interessieren, wie das dann nachher aussieht, wenn nur noch die Holzstämme dastehen, in diesen verwucherten Bäumen. Das kann ich dann von unten wegmachen. Schon wieder ist eine Schere kaputt. So. Auf jeden Fall sieht es irgendwie seltsam aus, wenn jetzt die Holzstämme hier so in der Luft schweben. Wie so tote Bäume irgendwie, ohne die Blätter. Und wieder eine neue Schere. Und die nächste Baumfarm oder halt den Mini-Wald werde ich ein bisschen weiter weg und vom Haus bauen, weil das nervt, wenn es so zugewuchert ist. Da baut man sich ein schönes neues Haus und alles ist verwuchert. Und die letzte Schere. Ah, ich glaube, der Baum hat gar nicht mehr dazu gehört. Na egal. Dann wird er auch geschoren. Auf jeden Fall kriege ich jetzt auch dann nachher noch mal jede Menge Holz. So. Das kann ich dann auch von unten machen und ja, jetzt brauche ich sowieso noch mal eine neue Schere. Mal schauen, habe ich denn noch Holz hier? Dann kann ich mir nämlich gleich eine Kiste bauen. Ja, ich habe da noch zwei Eichenholz drin. Dann kann ich die Blätter mal in die Kiste reinmachen. So. Weil ich denke, das sieht eigentlich ganz schön aus, wenn ich daraus irgendwie so eine Umrandung fürs Grundstück baue. Nochmal vier. Ich kann ja auch noch mal Eisen holen gehen, das ist ja kein so großes Problem eigentlich. So. Sieht echt witzig aus mit diesen kahlen Bäumen.
Ja, das sind Skelette da vorne. Ich hoffe mal, die sehen mich jetzt nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ein bisschen schlafen und dann mache ich die restlichen Blätter weg. So. Ja, Kuh, da wird ein Wald entfernt. So. Eigentlich alles ab. Gut, dann bringe ich jetzt noch die Blätter in die Kiste, sammle noch die restlichen ein und ja. Ah, hier ist noch Blatt. Ja, dem mache ich auch noch die letzten restlichen ab. Bringt ja nichts, wenn die da in der Luft rumschweben. Ja, da komme ich nicht dran. So. Und hier noch. Jetzt ist es ein kahler Wald. Das war's jetzt auch mit der Folge hier. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und bedanke mich fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.